Hallo Leute, wie ihr sehen könnt, habe ich hier ein riesengroßes Päckchen bekommen. Und zwar ist das von Camps. Das ist eine Internetseite, die, wie der Name schon sagt, viel Campingausrüstung und so verkaufen. Und ich habe da einen Schlafsack und eine Taschenlampe bestellt. Sorry, ihr seht da im Hintergrund meine Stativfüße. Ich muss nur gerade, um das Päckchen ins Bild zu kriegen, das mit der Hand halten. Und vorneweg schon mal Entschuldigung, ich habe eine Erkältung. Also vielleicht hört sich meine Stimme manchmal ein bisschen komisch an. Aber ich rede jetzt mal nicht wieder komisch Zeug drauf los, sondern ich mache euch das Päckchen auf, damit ihr sehen könnt, was da alles drinnen ist. Was ich übrigens schon mal positiv finde, ist, dass die das mit so einem Papierklebeband verschlossen haben und nicht irgendwie mit Plastikklebeband. Und wir schauen hier gleich mal rein. Oh, die haben den Schlafsack nicht in der Hülle geschickt, sondern in diesem Aufbewahrungsnetz. Man soll nämlich Schlafsäcke halt, wenn man sie nicht benutzt oder auf Reisen ist, so aufbewahren, dass die Füllung sich nicht zusammenquetscht und dadurch an Isolation verliert. Und so haben die das verschickt. Ich habe mich schon gewundert, warum das so ein großer Karton ist, weil der Schlafsack eigentlich ja aufgerollt oder gestopft viel kleiner sein müsste. Und ich zeige euch auch gleich, was das für einer ist. Und zwar ist es der Woman's Stresses Elite 20 von Marmot. Marmot? Keine Ahnung. Und genau, der ist hier eben in diesem Aufbewahrungsteil. Und da müsste eigentlich auch irgendwo eine Hülle dabei sein. Wenn euch da nähere Informationen dazu interessieren, was das für eine Temperatur hat und Gewicht und so weiter, dann schreibt mir das in die Kommentare, dann kann ich eventuell da nochmal ein detailliertes Video darüber machen. Aber hier soll es ja nur mal ums Auspacken gehen. Dann habe ich hier auch ein Camps Magazin gleich mit dazu bekommen. Da schaue ich mal, ob mich davon was interessiert. Dann ist da natürlich meine Rechnung drin, die ich euch nicht zeige. Und ich habe hier von Petzl eine Taschenlampe bestellt. Und zwar die Hybrid Concept 250 Lumens Taktika. Ja, also ich habe einfach eine bessere Taschenlampe gebraucht, die ich bis jetzt habe und habe mich eben für die entschieden und da bin ich mal gespannt, was das so für eine ist. Und ja, das ist eigentlich die einzigen zwei Sachen, die ich habe. Es ist ein bisschen schwierig, das alles aufs Bild zu bekommen, aber wie gesagt, wenn euch nähere Informationen interessieren, dann schreibt mir das. Dann mache ich nochmal ein ausführlicheres Video zu den beiden Produkten und ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann einen Daumen nach unten und erklärt mir, wieso nicht, damit ich mich in Zukunft verbessern kann. Hier an der Seite sind noch zwei alte Videos von mir. Das würde mich freuen, wenn ihr die anschauen würdet. Und hier an der Seite ist mein Profilbild zum Abonnieren. Das würde mich auch sehr freuen. Und ja, dann habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was gerade bei euch ist. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!